Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Ja, unser Gefängnis wächst, aber nur sehr langsam, da uns immer noch ein wenig das Geld fehlt. Aber wir haben ja schon mit unserer Investition hier begonnen, mit ein paar Bäumchen. Denn wie in den letzten Folgen gelernt, bringen Bäume mehr als Metall. Nur leider ist unser Gärtner also alleine und muss sich immer entscheiden zwischen Bäumchen pflanzen und hier alles sauber machen, aber gut Ding will Weile haben. Jetzt im Moment ist gerade Freizeit. Dann müssten die eigentlich. Ich habe doch letztens hier Bäume abgebaut. Haben die die schon wieder? Die haben die schon wieder verarbeitet, sehe ich gerade. Na gut, wir haben hier ein bisschen wenig Geld. Jetzt muss ich noch schnell mein Handy auf lautlos stellen. Zack. So. Ja gut, der Wachmann ist gerade da. Ich wollte gerade fragen, wo der Wachmann bleibt. Sonst sehe ich ja nichts da drin. So, die Bäume müssten auch wieder ausgewachsen sein. Darum lassen wir die mal abmontieren. Der auch. Weil das wäre ja dann Zeit und so ein bisschen Geldverschwendung. Oh, ich muss langsam aufpassen hier mit dem Strom. Aber so ein Kondensator, der ist ja auch nicht so billig. Ich frage mich immer noch, warum die Gefangenen hier das Holz holen und nicht die Arbeiter das unterbringen. Aber solange mir die Gefangenen nicht abhauen, ist mir das eigentlich wurscht. Es kommen nochmal 31 Gefangene nachher. Ja? Das ist zwar ein bisschen viel, aber meine Güte. Wir brauchen ja das Geld, ne? Wir hatten hier auch das Besucherzimmer gebaut. Was so ein bisschen komisch ist, dass hier das vom Hof mit drin hängt. Irgendwie. Das sieht komisch aus. Moment, ich mach das mal alles weg hier. Und mach das dann neu. So. Genau, jetzt müsste alles weg sein. Jetzt sage ich hier Hof. Und hier Hof. Und hier Hof. Naja gut. Geht es trotzdem hier drin. Aber was soll's. Nun gut. Aber es kommt schon einiges zusammen hier. Ich kann eigentlich gleich wieder ein bisschen was kaufen. Ja, man sieht, das kommt schon Geld rein. So ist es nicht. Dann machen wir gleich wieder Bäume für. Ups. Und da ist schon wieder das Geld weg, weil, ja genau, es kommt neues Metall. Aber hilft ja nichts. Gut, ich kann ja eigentlich schon mal so ein bisschen weiter planen. Jetzt wollte ich mal schnell was gucken. Ich frage mich jetzt gerade. Gib mir mal das hier. Das hier ist 16 auf 21. Und das hier ist 18 auf 16. Mal kurz das gucken. Groß ist denn die Werkstatt hier? Die ist 24 auf 16. Naja, gut. Dann müsste das hier als Workshop reichen. Da machen wir dann die Dusche draus. Im Grunde
Und dann sagen, das ist die Dusche. Dann machen wir mal hier. Hier soll er dann später noch eine Wand hin. Im Grunde. So, und hier die Wand weg. Damit wir hier auch hier, also zwei breit reicht eigentlich vollkommen. Meiner Meinung nach. Denke ich mal. Ja, jetzt weiß ich nicht. Was brauchen wir denn noch alles? Was haben wir denn noch nicht? Also wir haben Werkstatthammer, Wäscherei haben wir auch. Die muss gar nicht so groß sein eigentlich. Die Putzkammer hätte ich gerne ein bisschen größer, weil dann können wir da auch mehr Gefangene zum Putzen schicken. Ich brauche auf jeden Fall noch eine größere Kantine. Das auf jeden Fall. Wenn wir sagen, dass wir eigentlich wäre es besser, wenn ich das alles zentral lege. Hier habe ich ja noch genug Platz nach unten. Mehr als genug Platz. Upsala, ja, machen wir das mal kurz so. Hier soll ja, Moment, das hier ist Wand. Das hier ist Wand. Halt das auch. Und hier, dann ziehen wir das mal hier ganz runter. So. Machen wir den mal. Ah, ist schon Schlafenszeit. Schlafen die schon alle? Ich verstehe immer noch nicht, warum die hier. Moment, ich bin jetzt mal. Beziehungsweise ich mache jetzt mal. Oh, Durchsuchung. Und dann werde ich mal hier diesen Raum kurz löschen. So. Dann müssten die ja eigentlich. Warum stehen die einfach auf? Ich habe doch genug Zellen. Ist das. Ich bin gerade verwirrt. Kleinen Moment. Das ist doch. Gemeinsamer Bereich alles hier. Nur warum gehen die dann nicht in die Zellen? Das finde ich sehr strange. Ah, wieder ein bisschen Holz. Was fehlt denn hier? Ach, Toilette und so weiter. Ach so. Vielleicht. Moment mal, im Grunde ist es ja wurscht. Ich reiß mal hier das ab. Ich reiß mal hier die Wände ab. Und mach das hier dann ganz normal zu einem Raum. Ach genau, ihr wollt ja rein, ist nur keiner da. So, jetzt. Kommt das alles hier mal schnell weg und dann mache ich das hier, das da auch noch zur Übergangszelle. Ich bräuchte vielleicht auch nur ein, zwei Wärter. Ach genau, halt, stopp. Bevor ich irgendwas anderes mache, Psychologe. Weil wir können jetzt nämlich dann nachgucken, wie es unseren Bedürfnissen geht. Also wie es den Bedürfnissen der Gefangenen geht. So rum. Okay. Recreation. Ah, okay. Moment. Weil die brauchen nämlich. Ach nee, ich wollte ja hier die Kantine eh größer machen. Dann brauche ich, dann baue ich den Personalraum woanders hin. Baue ich den Personalraum woanders hin. Den könnte ich ja. Autosave. Ach ja, genau. Nur so zur Info. Ich habe gemerkt, dass ich das letzte Mal 10 Minuten überzogen habe. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe den Autosave anscheinend nicht mitgekriegt. So, du bist groß, du bist groß, du bist groß. Der ist auch groß. Oh Gott.
Ja, bloß wie und wo und wann und warum. Der Raum hier, der muss ja, glaube ich, gar nicht groß sein. Hier, der Stuff Room, gell? Was brauchen wir? Mindestens 4x4. Okay, mindestens 4x4. Dann verlege ich zuerst die Dusche. Schaffe ich das in der Zeit? Mache ich das hier mal weg. Mache das ein bisschen kleiner. Dann brauche ich hier Mauern. Oh, teuer, 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 teuer. Und ich brauche hier eine große Tür, die ich mir nicht leisten kann. Schön. Der ist entlassen. Tschüss, komm bald wieder. Weil ihr seht jetzt schon, die Dusche ist fast schon zu klein für die Gefangenen. Was vielleicht auch noch ein bisschen buggen könnte, ist, wenn das hier schon definiert ist. Machen wir das auch mal weg. Und also auf jeden Fall kommen hier oben Toiletten hin. Auf jeden Fall. Kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich hier jedes zweite Feld Duschköpfe hinmachen werde. Ach, verdammt. Ja, okay, gut, dann baue ich das jetzt um. Dann muss ich hier alles rausmachen lassen. Abmontieren. Alles abmontieren. Auch die Lichter. Toiletten, alles, alles weg. So. Zack. Und da kommen schon die neuen Kandidaten. Dann mache ich gleich, was kommt als nächstes? 10 Gefangene. Oh ja, na, nee. Na. Die Bäume können auch weg. Die Bäume können weg, der kann weg, der und der und der kann weg. Ich habe noch 1 Euro. Verdammt. Genau, die bauen hier alles schön ab. Dann kann ich den Raum gleich. Halt. So, dass da auch keiner mehr reinrennt und denkt, er möchte duschen, kann es aber nicht. Dann mache ich die Toiletten jetzt hier oben hin. So, genau, ich habe nämlich schon kein Geld mehr. Und ich habe ja Duschköpfe über. Genau. Hier ein, da ein. Alles so ein bisschen schön aufteilen. Geht sogar auf, cool. Da war das Geld alle. Hier Abfluss hin. Und die eine Gefängnistür hin. Dann müssten wir eigentlich schon unsere neue Dusche haben. Wo habe ich es denn da? Duschraum. Gut, Rohre sind auch alle verlegt. Habe ich nichts vergessen. Der blinkt jetzt noch, weil noch kein einziger Duschkopf angebracht ist. Aber gut, die bringen hier alles raus. Man soll ja alles wiederverwenden. Ich glaube, ich muss hier neu noch ein paar Lichter hinmachen, weil die hier ein paar weggemacht habe, gerade eben mit den Duschköpfen. Dann müsste das eigentlich so hinhauen. Ja, jetzt blinkt der Raum auch nicht mehr, weil Duschkopf da, aber jetzt blinkt der Duschkopf, weil kein Wasser.
Und ich habe eindeutig zu wenig Wärter. Staut sich hier alles. Und ich kann mir auch keine neuen Wärter leisten, weil Kohle ein bisschen niedrig. Da, die zwei Bäume machen wir jetzt auch weg. Die sind auch groß. Da haben wir zwar keine Bäume mehr. Das sind alles Baumstümpfe. Aber immerhin machen sie jetzt hier mal das ganze Holz. Den Raum werde ich dann später auch noch verwenden. Irgendwie. Hoffentlich. Oh, Moment, genau. Wo bringen sie jetzt die Gefangenen hin? Bringen sie die? Die bringen die hier in die Zelle. Das ist taktisch echt blöd. Weil dann sind echt viel zu viele Gefangene in einer Zelle. Aber warum benutzen sie die hier unten nicht? Oh, du tanzt wieder mit dem Gefangenen. Genau, bring den mal da rein. Du sollst den da reinbringen und nicht da tanzen, Kollege. Geht doch. So, halt, du warst doch das letzte. Du warst doch schon mal hier. Sechste, oder? Schwerer Autodiebstahl. Ich kenne dich doch schon irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob aus diesem Let's Play oder aus meinem anderen Gefängnis. Was ich auch noch machen könnte, ist die Wand hier abreißen. Ich brauche kein Schwein. Genauso wie die hier oben. Und es sollen ja Durchgänge sein. So, jetzt haben wir Freizeit, da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Verkaufen wir das mal. So. Na? Ja, ein bisschen was. Da tun wir aber erst mal ein paar Bäumchen pflanzen lassen. Machen wir mal so. 1000. Hier nochmal. 2000, 3000 für Bäumchen aus. Zack. Hat er wieder was zu tun. Die hier sind auch gleich fertig. Ein paar Toiletten bräuchte ich vielleicht noch. Sind aber auch so schweineteuer. So. Und fast schon wieder pleite. Ich müsste eigentlich den neuen Zellenblock hier noch fertig machen. Das wird eine ganze Wand. Halt, habe ich hier schon. Nein, ich habe hier noch kein Wasser verlegt. Ich muss. Oh Gott. Jetzt haben sie Metall gekauft, die Deppen. Meine Fresse. Ihr sollt doch das nicht machen. Würde ich am liebsten irgendwie kontrollieren. Aber ich brauche doch das Geld, Mensch. So, ich kann so nicht arbeiten. So. Und dann bitte von hier einmal bis hier. Die kann ich eigentlich auch abbauen. Die brauche ich nicht. Das kann auch ab. Okay, das macht das sowieso schon. Dann geht das hier so ein Knick, weil ich mag das eigentlich nicht, wenn das direkt hier an den Zellen vorbeigeht. Weil dann buddeln die sich da durch, die Schweine. Halt, hier sollte ich vielleicht. Na? Hallo? So. Einmal die Tür offen lassen. Und ich wollte noch einen in der Dusche stationieren. So, 700 haben wir noch. Wand, Ziegelsteinmauer. Autosave, Nummer 2. Ich habe mitgezählt. Dann ziehen wir. Ja, eigentlich scheiße. Naja, sollen sie erstmal das fertig machen. Wo ist denn schon wieder unser Gärtner? Da ist er. Du sollst hier nicht rummachen, sondern die scheiß Bäume aufstellen. Ich brauche die.
Und hier passt mir immer noch nicht was. Passt mir immer noch was nicht. Und zwar die Patrouille. So. Der soll ruhig hier den langen Gang gehen, aber der ist nur für hier zuständig, weil sonst... Aber die rennen auch da immer rüber. Naja. Na gut, jetzt gibt's erstmal Futter. Was gibt's denn heute? Sieht aus wie Speck mit Grünkohl oder irgendwie sowas. Und, keine Ahnung, Sauerkraut. Ich müsste mir noch was für einen anderen Eingang überlegen. Ich werde das hier oben wegtun. Lager und die Lieferung und werde das irgendwo anders hin tun. Oh ja, was ist denn jetzt los? Gefangenen haben nicht genug zu futtern gekriegt. Das ist schlecht. Warum nicht? Steht doch noch was. Ist irgendwer in Einzelhaft? Nee. Ihr habt 2 Stunden Zeit zum Essen. Warum macht ihr das nicht? Naja. Wurscht. Ich muss mir was überlegen. Wo mache ich denn die neue Ankunft hin? Wenn ich das hier alles oben... Ui, hier gab es gerade Klopperei. Aha, der werte Herr. Ui, Klopperei. Wer randaliert? Ach, der da. Auf ihn. Arzt, geh hin. Genau, der ist bewusstlos. Tu was. Und Klopperei in der Dusche. Ich hab's doch gewusst. So, dann hilfst du dem jetzt mal? Super. Hey Doc, komm mal bitte hier hin. Tütülü, am. Ich könnte auch hier die neue Anlieferzone machen. So, hier um den Dreh. Weil Abfall ist ja eh unten. Und das Lager ist im Grunde wurscht, wo es ist. Das ist vollkommen egal. Wenn jetzt eh alle schlafen gleich. Ich hoffe zumindest, dass die meisten schlafen. Sind jetzt aber alle Zellen besetzt, oder? Nee, da ist eine Zelle frei, aber das ist wahrscheinlich die von dem Kumpan hier. Ja, genau. Also habe ich 2 zu viel. Das ist, die Zellen werden doch genutzt, aber irgendwie... Naja. So, ich habe ein bisschen Geld gekriegt, dann mache ich mir mal ganz schnell... Nein, Zellen sind eigentlich nicht das Wichtigste. Als erstes schalte ich mal die Lieferung der Gefangenen aus. So. Dann überlege ich mir eine neue Anlieferzone. Ich sage... Ich mache das hier. Ich mache das bis hierhin halt. Bis hierhin. So. Das heißt, ich ziehe hier einen Zaun und reiße hier den Zaun hier reiße ich ab. So. Dann sage ich, ich mache, oder lass die das erstmal machen hier. Sollen die hier mal mit anfangen? Hey Leute, ihr habt was zu tun.
Was man auch noch manchmal gucken kann, wenn was nicht passiert. Wo ist es denn hier? Aufgaben, genau. Und wenn es dann hier irgendwo eine rote Aufgabe ist, die ist dann statt grün oder statt gelb, ist die rot, dann backt da irgendwas. Dann müsst ihr danach gucken, was vielleicht nicht so richtig funktioniert. So, okay. Es gab nochmal Holz. Dann baue ich jetzt. Eigentlich war es jetzt Schmarrn, dass ich hier den Zaun gezogen habe. Naja, egal. Baue ich das jetzt als neue Anlieferzone. Dann brauche ich eine große Gefängnistür. Machen wir die. Weiter. Ja, das ist ja jetzt größer. Gefängniszellentür. Ja, ich weiß. Symmetrisch, bla. So. Und eine Tür. Eine Tür machen wir hier hin. Weil dann mache ich hier die Holding Cell rein. Dann schmeiße ich die da raus und dann kann ich den ganzen Bereich hier später kann ich dann als Kantine später nutzen, weil die muss ja eh riesig sein. Braucht Platz ohne Ende. Dann sage ich eine Durchsuchung wäre nicht schlecht. Und ich sage, dass die der Abfall bleibt ja, dass die Anlieferungen, dass die ab sofort hier hinkommen. So. Und dann mache ich hier oben die Anlieferungen weg. Dann möchte ich das Lager erstmal hier hin haben. Da ist ja noch nichts. Und dafür mache ich hier oben das Lager weg. So, die müssten jetzt dann auch gleich anfangen, das ganze Zeug da runter zu bringen. Und hier wird fleißig Zeug gefunden. Handy, Säge, Gift, Schraubendreher, Hammer. Hast du nicht gesehen? Und ich brauche wirklich mehr Wachen. Ich stelle jetzt mal nochmal 3 Wachen ein. Ja, oder 4. Oder 5. So. Was mich wundert, dass sie bisher noch keine Tunnel gegraben haben. Aber anscheinend geht's denen bei mir gar nicht so schlecht. Klingt komisch. Ist aber so. So, dann mache ich hier die Wände. Soweit mir das Geld reicht. Ja. Naja. Das ist immer so ein bisschen doof. Halte den Arzt tun wir mal hier aus der Dusche raus, weil wenn es da das nächste Mal Kloppe gibt, ist der zwar schnell da, aber. Ach, ich muss hier noch den Zaun noch abreißen. So. Damit das Gebäude überhaupt gebaut werden kann. Später können wir noch hier den Boden mit Betonplatten auslegen und so weiter, damit das alles schöner aussieht und die auch schnell laufen, aber jetzt im Moment fehlt einfach das Geld dazu. So, ich hoffe mal, die nehmen das jetzt hier auch als Fundament dann. Und der letzte Autosave, das heißt eigentlich, dass jetzt Feierabend ist. So, genau, geht mal schön duschen. Und aufs Klo, und hast du nicht gesehen, wie sie da alle schön in einer Reihe sitzen, das finde ich mal lustig. Ja gut, damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Let's Play Prison Architect. Wir bauen hier dann fröhlich um, hoffen, dass das Gebäude dann auch als Gebäude gilt.
mach das mal bitte. Wo stößt denn der hier auch an? Da, Stahl. Ah, okay, der zieht die. Ah, der muss jetzt hier den Rahmen noch fertig ziehen. Darum. Ah, okay. Warten wir noch schnell, bis das Gebäude fertig ist, dann. Da brauche ich ja danach noch Strom und alles. Das muss ich auch noch hier reinziehen irgendwie. Obwohl ich mir überlege, vielleicht noch einen neuen Generator zu kaufen, aber der kostet 5000. Na gut, im Grunde reicht erstmal ein leerer Raum. Ist ja im Grunde wurscht. Gut. Ja. Dann halt, kann ich eigentlich noch schnell... Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich aufhören. So. Den und den auch noch. Den auch noch. Gut, jetzt aber ganz schnell. Ciao und bis zum nächsten Mal.